Philosophen, Freidenker, Visionäre. Ich freue mich hier zu sein, das ist für mich geehrt, das ist, Event hier, finde ich großartig, sehr grassroots, sehr echt, keine Sätze von drüben sieht, was man hier sieht, finde ich großartig und ich versuche jetzt hier das, was gesagt wurde, noch zu ergänzen, mit ein bisschen mehr dieses Cyberpunk, diese Hackerspace-Schiene. Und ich komme eigentlich auch aus der Wissenschaft, also angefangen habe ich mit diesem Thema, so dass ich eben auch Informatik studiert habe und mich für Psychologie interessiert habe und dann aber auch Meditation mich beschäftigt hatte und psychonautische Experimente auch gemacht hatte und dann halt die große Frage, einerseits, was passiert wirklich im Gehirn, im Bewusstsein, das hat mich immer fasziniert, darüber zu reflektieren, darüber auch zu meditieren, aber dann natürlich auch, war mir klar, durch technische Methoden kann man das ja in Echtzeit darstellen. Also die Idee, in Echtzeit die Gehirnaktivität irgendwie visuell und auditiv irgendwie am Computer zu verfolgen, hat mich begeistert. Und natürlich auch die Science-Fiction-Werke, Mensch-Maschine-Schnittstelle, fand ich immer begeisternd, wenn man so die Evolution sieht zwischen Tastatur, Maus, lag für mich immer nah, auch als Kind schon irgendwie. Ist sicherlich immer möglich, die Maschinen direkter zu steuern, intuitiver zu steuern. Heute haben wir das über die Gestensteuerung. Das geht schon in so eine Richtung, finde ich auch sehr gut. Gestensteuerung, weil das ist sehr intuitiv. Wir Menschen sind es gewohnt, mit unseren Händen Dinge zu steuern, die Umgebung durch unsere Hand zu manipulieren. Das ist schon seit Kind, für jedes Kind total intuitiv, seit tausenden von Jahren. So eine Tastatur muss man ja erstmal lernen. Auch eine Maus kann meine Oma auch nicht direkt intuitiv bewegen. Gestensteuerung finde ich deshalb auch eine sehr interessante Technologie. Bei der Hirn-Maschinen-Schnittstelle ist es erstmal so, das ist am Anfang eine sehr seltsame Erfahrung. Es ist wie ein neuer Muskel, den man dann lernt zu steuern. Das ist noch ein bisschen noch weiter in der Zukunft. Und ich finde, die Symbiose aus Gestensteuerung und mentaler Steuerung, damit versuche ich noch mehr zu spielen. Weil das mit dem Gehirnwellen wirklich sehr, damit direkt eine Maschine zu steuern, ist sehr, sehr psychedelisch und kann auch lustige Nebeneffekte haben. Wenn man jetzt versucht, damit zum Beispiel eine Maus zu steuern, ich benutze zum Beispiel den Frontalkortex, und da geht das auch, dass ich durch Aktivierung von mathematischen Zentren, zum Beispiel wenn ich rückwärts zähle, immer minus 3, das ist eine Aufgabe aus der Psychologie, die ist gerade leicht genug, dass jeder Homo sapiens das bewältigen kann, aber schwer genug, dass das Gehirn auch ein bisschen hochfahren muss. Also nicht minus 1, das geht intuitiv, sondern minus 3, irgendwas Ungerades. Und dann sehe ich schon, dass bei den meisten Menschen, die habe ich jetzt ungefähr 1000 untersucht, halt in der linken Genhälfte, normalerweise kann man nicht so verallgemeinern, aber oft in der linken Genhälfte dann halt da ein Spike passiert. Und genauso sehe ich in der rechten Genhälfte Spikes, wenn man von Musik inspiriert ist, zum Beispiel Beethoven oder Dubstep oder sowas, da gibt es bestimmte Melodien, da geht es in der rechten Genhälfte bei mir zumindest total gut. Und dann ist halt spannend, das in Echtzeit zu verfolgen. Und dann habe ich gesehen, auch bei mir anfangs vor 10 Jahren, da waren viele Lücken. Also da gibt es Gehirnwellenspektrum. Und dann waren einige Frequenzen aktiv und einige nicht. Und dann war für mich immer die Idee, okay, was passiert, wenn ich mich immer genau dann belohne, wenn die Frequenzen aktiv sind in einem Bereich, wo sie vorher nicht so aktiv waren. Wenn man sich dann selektiv in Echtzeit belohnt, durch Konditionierung, wird es immer mehr. Und dann, quasi meine Idee von Anfang an war Brainwave Flexibility und halt auch die Lücken in den Gehirnmustern dann auszugleichen, sodass das Gehirn auf allen Frequenzen bis im Gamma- und Lambda-Bereich, bis 150 Hertz, können einige Gehirne auch schwimmen. Da halt, dass das Gehirn das Potenzial hat, völlig frei zu schwimmen. Da hatte ich dann auch gedacht, eben, das korreliert in diesen mystischen Traditionen, das dritte Auge, das Corpus Callosum, also die Verbindung zwischen linker und rechter Gehirnhälfte, das irgendwie zu machen, dass die beiden Gehirnhälften synchroner schwingen, habe ich bei vielen Leuten jetzt beobachtet, führt zu einer Intelligenzsteigerung, aber auch wichtiger noch, finde ich, zu einer Kreativitätssteigerung, weil bei IQ kann man recht einfach trainieren, macht man Puzzleaufgaben, aber trainiert mal eure Kreativität. Das ist gar nicht so einfach, aber geht mit diesen Mind Machines, geht besonders mit diesen Neurofeedback Mind Machines. Gut, man sieht, ich begeistere mich für das Thema, ich habe noch gar keine Slide gemacht und gehe mal weiter voran. Also es gibt verschiedene Leute in meinem Team, da habe ich Leute auch aus der Uni genommen, die Masahiro Karata, das ist auch jemand so vom Kaliber wie Mitch Altman. Der baut seit 40 Jahren diese CEG-Geräte und hat wirklich begonnen noch mit Oszilloskopen. Also wie vor 40 Jahren die Idee gehabt, hat Audioverstärker entwickelt und plötzlich kam auf die Idee, ich kann damit ja auch Gehirnwellen verstärken, die dann am Oszilloskop angezeigt. Bis dann der erste PC kam
damit dann schon eine Maussteuerung implementiert und das ist ein total genialer Typ, recht schwer zu verstehen, weil er eben Japaner ist und totaler Nerd. Aber da habe ich jetzt aber auch meine Technologie, arbeite ich mit ihm jetzt zusammen seit 5 Jahren, weil sein Verstärker ist einfach der rauscharmste. Und das sieht man, wenn man mit diesen Sachen spielt. Heute gibt es ja auch viele kommerzielle Geräte jetzt. Da machen viele Leute die Erfahrung, dass sie halt irgendwie merken, dass es ja hauptsächlich Rauschen ist und dass sie halt nicht merken, wie jetzt kognitive Korrelate, also wenn sie da irgendwas denken, dass es direkt bestimmte Muster gibt, die sie dann auch erkennen können. Und wenn der Verstärker wirklich sehr, sehr rauscharm ist und sehr präzise, das macht einen Riesenunterschied des Menschen. Also ich mache das jetzt hauptsächlich auf Psychedelic Trance Musikfestivals. Da kommen dann Leute auf verschiedensten Trips zu mir und in der Regel nach 5 bis 10 Minuten haben die Menschen halt diese, wie ich das nenne, Neurofeedback Loop Meditation. Also die sehen auf dem Bildschirm, ey, das bin ja ich. Diese Linien im Muster, die da schwingen, das bin ja ich. Und es ist so ein unterbewusster Teil, der irgendwie spürt, diese Korrelation, dass irgendwas aus der Außenwelt sich verändert, gleichzeitig mit inneren Zuständen. Jemand, der das Unbewusste, diese Sache sich bewusst wird, entsteht, wie ich das nenne, diese Neurofeedback Loop. Und Mensch und Maschine sind synchronisiert. Und wenn ich dann beginne, an der Maschine an Reglern zu drehen, quasi die Belohnungsfunktion verändern, bei welchen Frequenzen ich wie belohne, ist es möglich, wenn einmal in diesem Neurofeedback Loop Synchronisationszustand ist, kann ich quasi, ich nenne das auch Brainwave Synthesizer, dann drehe ich einfach an Controllern und die jeweilige Person trifft irgendwelche Zustände ab. Entweder Zustände aus verschiedenen Meditationspraktiken, wo ich analysiert habe, was haben Zen-Buddhisten für Gehirnwellenmuster, was haben transzendentale Meditationsmuster für Muster und versucht die dann zu belohnen, wenn sie ähnliche haben, oder auch verschiedene psychonautische Substanzen, zum Beispiel wie sind LSD-Gehirnwellen und was passiert, wenn man einen völlig normalen, klaren, wachen Mensch immer dann stimuliert, wenn er ähnliche Gehirnwellen zeigt und so, kann man auch dann Halluzinationen auslösen. Besonders spannend ist das Thema wirklich in Kombination mit den beiden Maschinen. Wenn man zum Beispiel, ich benutze auch diesen anderen Formspiel. Oder einfach mal irgendwie an die Slide zeigen. Also was messen wir da eigentlich bei dem EEG? Das ist keine Gedankenlesen, sondern das sind im Wesentlichen große Netzwerke von Neuronen. Also ungefähr so 50.000 Neuronen, wenn die gleichzeitig schwingen, dann sehe ich da so einen kleinen Hebel. Also es ist nicht so wie der heutigen Technologie, nicht invasiven Technologie. Ich mache jetzt keine Elektroden in den Kopf rein, sondern nur Silberelektroden auf den Kopf drauf. Verstärkt die 25.000-fach und damit ist es nur möglich, halt sozusagen das Hintergrundrauschen von 5 Clustern von Neuronen zu sehen. Also zum Beispiel, was macht ein neuronales Zentrum? Ist es entspannt? Ist es konzentriert? Was macht die Wernicke-Area zum Beispiel, das Sprachzentrum? Ist die total weggedraußen? Ist sie aktiv? Ist sie entspannt? Sehr spannend sind auch diese Lambda- und Gamma-Wellen. Bis vor einiger Zeit haben Leute ja gesagt, da gäbe es nichts jenseits von 60 Hertz. Weil das einfach schwer war, das zu messen, wegen diesem Netzteil, 50 Hertz Netzteile. Wir haben immer, wenn wir hier 25.000-fach einzelne Elektronen, die hier auf der Kopfhaut erscheinen, wenn wir die verstärken, haben wir immer mit Rauschen zu tun. Das ist immer ein ständiger Kampf gegen das Rauschen. Jetzt mit der neuen Technologie ist es halt möglich, bis zu 200 Hertz auch zu messen. Und da haben wir festgestellt, da gibt es tatsächlich der ein oder andere, der bis zu 150 Hertz auch schwingt. Und das sind dann halt, die Wissenschaft vermutet jetzt, das sind die Zustände, wenn sich das Gehirn völlig neu verdrahtet, irgendwie eine völlig neue Situation hat, aber eine Lösung findet, sich quasi neu synaptisch verdrahtet. Oder ich habe das beobachtet bei Leuten, die irgendwelche Kundalini-Meditationen machen, irgendwelche quasi mystischen, solche Erfahrungen, so ein Flash hat oder so eine mystische Eingebung, dann kommen auch diese so hohen Frequenzen. Vorher auch schon gesagt, gibt es diese verschiedenen Gehirnwellen, wo man grob sagen kann, was das so bedeutet. Also jetzt nicht, was genau jetzt kognitiv passiert, sondern nur, was in der jeweiligen Elektrode, der jeweiligen Gehirnareal, wie ist das wieder der Arbeitsmodus des Gehirns. Also ist es schläft es, träumt es, ist es entspannt, ist es konzentriert, verdrahtet es sich neu. Und besonders spannend im Auge, inwieweit sind verschiedene Areale schwingen gleichzeitig. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Immer dann zu belohnen oder zu trainieren, das linke und rechte Gehirnhälfte zusammenschwingen, rhythmisch zusammenschwingen, weil dann ist einfach eine neuronale Theorie, eine neuronale Netztheorie, wenn diese Neuronen zusammenschwingen, ist einfach die Rechenkapazität dieses Netzwerks wesentlich größer und besonders auch im hochdimensionalen, holographisch höher. Also jedes Neuron hat ja um die 3 bis 4 Verbindungen in der Regel mit anderen Neuronen, kann aber bis zu 20 haben.
Und das heißt, ohne die Anzahl der Neuronen zu erhöhen, die wir haben, wenn wir die einfach besser zusammen schwingen lassen, ist dann eine hochdimensional, unglaublich komplexe Möglichkeit, ein Bewusstsein zu schwingen, was dann eben zu sehr guten Intelligenz und Kreativitätssteigerung führt. Man kann die Elektroden also an verschiedenen Stellen machen. Ich mag besonders eben den Frontalkortex. Das finde ich halt wiederum ein sehr schöner Trip. Also nach meiner Information oder Verständnis ist es sogar, gibt es ja Reptiliengehirn und Amygdala und verschiedene Zentren im Gehirn, die so gewachsen sind. Und der Frontalkortex in die Stirn, das ist der jüngste Teil des Gehirns, also quasi der Affe und der Homo sapiens, als am größten diese Areale haben. Und wenn man sich vorstellt, das ist halt so gewachsen, das jüngste Teil ist hier die Frontallobe. Und so wie ich das bisher beobachtet habe, ist so, dass dieses Frontalkortex reflektiert über die restliche Teil des Gehirns, so die Aktivität im westlichen Teil des Gehirns. Wenn ich also irgendwie jetzt eine Blume sehe und bekomme einen Impuls, die Blume jetzt zu berühren, dann passiert das in anderen Zentren, aber irgendwann kommt das Signal dann auch vorne in den Frontalkortex und hier habe ich die Möglichkeit, darüber zu reflektieren, will ich diese Blume auch berühren und wie will ich die berühren. Das heißt, im Frontalkortex, in meiner Theorie, passiert Reflexion über Muster der Gehirnwellen im westlichen Teil des Gehirns. Wenn ich das jetzt anfange, mir am Bildschirm die Muster des Frontalkortex anzuschauen und darüber zu reflektieren, das führt zu diesem Neurofeedback-Schleifen, Meta-Loops. Also, weil quasi das Gehirn reflektiert über seine eigene Aktivität und ich wiederum mit meinem Bewusstsein reflektiere über die Muster, die entstehen, wenn ich reflektiere, das ist so eine Meta-Ebene. Und damit, glaube ich, beobachte ich einfach Schwindbewusstsein immer komplexer, immer harmonischer. Und ich beobachte eben bei den Leuten, die es trainiert haben, oder auch bei den Leuten, die ich vermesse, diejenigen Menschen, deren Gehirn auf allen Frequenzen freier schwingt, die sind irgendwie kreativer, die sind irgendwie intelligenter, man könnte sagen leicht ESO-mäßig, deren Bewusstseinsschwingung ist eben höher, also beziehungsweise auch, wenn man es auf Anzahl der Dimensionen sieht. Also die großartigsten Menschen, die ich vermessen habe, können einerseits ihr Gehirn auf Knopfdruck extrem hochfahren und extrem runterfahren, das sind eben sowas wie Zen-Buddhisten, und ich will nicht sagen, kann jetzt machen wir aus und ist alles weg, bis auf Theta-Wellen, oder dann kann ich auch sagen, jetzt kommt wieder her und schalte die Kerzenflamme an, und dann sind die voll da mit allen Frequenzen. Aber ich mag auch die Menschen, quasi deren Gehirn ein perfektes Rauschen widerspiegelt. Wo einfach alle Frequenzen schön sinusartig hoch und runter schwingen, wenn der Mensch im Alpha-State ist, also sagen wir in einem entspannten Zustand. Und dann ein Input kommt, irgendeine Frage man diesen Menschen stellt, zum Beispiel durch Globus oder so, dann geht er kurz aus dieser Harmonie raus und geht wieder rein in diese Harmonie. Und was ich empfehle, trainiert euer Gehirn auf vollständiges, freischwingendes Rauschen. Aber da ist eben der Punkt auch jetzt im Vergleich zu Facebook und Microsoft, die oder die Krankenkassen, die ja auch bald kommen werden und sagen, hey, trag diese Neuro-Headsets, die werden ja immer kleiner, wir haben auch einen Prototyp, der ist groß wie ein paar Briefmarken, der hält einfach durch Kollisionskraft, also du kannst einfach diese kleinen Chips einfach so am Kopf dran und dann durch Schweiß heften die dran. Und du kannst die auch so, das ist jetzt halt ein Selbstbau, DIY-Prototyp, das ist ein alter Burning Man Schweißerhelm mit Silberelektroden und Aluminium und Bluetooth-Mode. Und hier vorne die Operationsverstärker selbst verkabelt. Man kann aber auch das miniaturisieren und einfach so klipst die hier dran. Und da hinten haben wir ja schon das Remote für Epoch. Das war auch ein großer Durchbruch da in der, von dem Consumer und Usability. Und bald wird es hier aber noch miniaturisierter geben und da werden die Krankenkassen dann kommen und werden sagen, sie kriegen einen günstigeren Tarif, wenn sie dieses neue Headset tragen, direkt nach dem Aufstehen, vor dem Einschlafen. Einerseits, wie verbessern die ihre mentale Power natürlich, wo auch was dran ist, aber die werden halt die Leute ködern, diese Dinger zu tragen, indem sie Geld sparen und dann natürlich die Hirnwellen dann einfach an ihre Server hochladen. Und deswegen, ich habe sehr schnell erkannt, dass es extrem wichtig, da Open Source Technologie verfügbar zu machen, dass jeder eben seine Hirnwellen, also es ist damit eben möglich, wie ich gesagt habe, selektiv durch zeitnahe Echtzeitbelohnung bestimmte Frequenzen, bestimmte Aktivitäten im Gehirn zu sagen, ja, die will ich mehr. Wenn die auftreten und das Gehirn in der Regel macht eh so ein leichtes Grundrauschen, das heißt, man hat eigentlich in alle Dimensionen geht das Gehirn mal so ein bisschen rein, aber nur ein bisschen. Und falls man in die Richtung geht, die ich will, stimuliere ich sofort in Echtzeit durch eine große Feuerwerksexplosion zum Beispiel. Und dann macht das Gehirn so eine Wow-Reaktion, wow. Und was immer es gerade macht, macht es dann mehr. Und das ist so, wie wenn man Zuckerwasser in der Ratte gibt oder so. Und damit ist es also möglich, den Einzelnen, ich kann jetzt selber sagen, okay, wie will ich denn erstmal meine Gehirnwelt anschauen, das können Sie später auch probieren. Und dann sagen, wie will ich denn jetzt meine Gehirnwellen anders haben? Und dann eben finde ich so wichtig, dass man die Möglichkeit hat, selber zu entscheiden. Ich will folgende Frequenzen, ich will meine Gehirnwellen gerne so haben und will das jetzt trainieren. Und nicht nur dieser angeblich so tolle Algorithmus von Facebook oder Google. Deswegen, also ja, Möglichkeiten hat diese Technologie viele. Medizinische Sachen,
Selbstverbesserung. Auch die künstlerische Anwendung ist sehr spannend. Also wenn man sich fragt, wie kann man jetzt aus diesen Gehirnwäldern auch Musik oder halt fraktale Visuals erzeugen. Also ich messe dann verschiedene Metriken auf verschiedenen Ebenen. Wie sind also die Gehirnwellen synchron zwischen linker und rechter Gehirnhälfte? Also inwieweit schwingt das ähnlich? Das kann man verschieden berechnen. Zum Beispiel Phasendifferenz oder Autokorrelation. Da gibt es verschiedene Metriken. Und da kann man ungefähr 10, 20 verschiedene Metriken für Korrelationen in Gehirnwellen messen. Und die dann in so einem hochdimensionalen, fraktalen, pulsierenden Objekt, das links und rechts dreht und skaliert und so, darstellen. Oder aber auch die Musik ist sehr spannend, Brainwave Music. Ich kann aus den Gehirnwellen Mittelsignale erzeugen oder OSU-Kommandos und damit halt analoge Synthesizer zum Schwingen bringen. Und dabei entstehen unglaublich heftige Melodien. Wenn jemand meditiert und andere Menschen um diese Person herum sitzen und diese Musik hören, läuft in der Regel den Leuten der Schauer halt in den Rücken, weil man irgendwie hört, das ist nicht zufällig, das ist nicht bewusst komponiert, das ist ein Bewusstsein, was schwingt. Und es fängt in der Regel dann so an mit einem eher chaotischen, weil in Echtzeit das Gehirn das hört und irgendwann checkt, oh, ich erzeug das, fängt es an, sich so zu verdrehen, dass es angenehm für das Gehirn ist. Und dadurch entstehen dann aus dem anfänglichen Chaos plötzlich rhythmische Melodien. Und in dem Moment, wo das passiert, wo plötzlich aus diesem chaotischen Chaos plötzlich so eine Melodie entsteht, diese Person, die gerade das erzeugt, die kommt so leuchten in den Augen und naja, so wieder Anwendung. Dann gibt es eben auch die kritischen Sachen, also bei den kommerziellen Headsets, zum Beispiel das Emotive, was jetzt da hinten ist, das wurde ja schon viel verkauft, mehrere 10.000 Mal, glaube ich, und da wird das vermarktet im Bereich Neurogaming, also da sagt man, sie können jetzt Ballerspiele machen, oder bei dem Emotive ist es schon eher so ein Force-Trainer, also man hat da so ein Star-Wars-Spiel, wo man halt nur durch Gedankenkraft quasi sich drehen kann und nach vorne und zurück gehen kann und Dinge schweben lassen kann. Und da gibt es jetzt, glaube ich, schon so zu jeder gegebenen Zeit um die 1000 junge Leute, die jetzt das Headset aufhaben und diese Spiele machen. Und wenn das ein Windows-Rechner ist, ist es halt wirklich sehr bedenklich. Man kann dann jetzt natürlich über das Netzwerk, über Internet, könnte man sich in die Rechner reinhacken, wo junge Menschen gerade so ein Neuro-Headset aufhaben und damit ein Spiel spielen. Man hackt sich über das Internet, oder die Regierung hat ja eh eine Hintertür in den meisten kommerziellen Betriebssystemen, aber auch für jeden anderen, für so eine Marketingfirma zum Beispiel, wäre es möglich, von Microsoft selber, diese Rechner sich da reinzuhacken und während die Person ein 3D-Spiel spielt, einfach jede 23. Frame zum Beispiel, also jeder 23. Bild, einfach da eine ganz kurze Botschaft zu zeigen. Zum Beispiel das Symbol von einem Bankautomaten, das ist das sogenannte Brainwave Pattern Priming oder so. Ich zeige erstmal unbewusst irgendein Symbol an, was dann gar nicht bewusst wahrgenommen wird. Diese Person rennt durch ein Labyrinth und macht irgendwelche Ballerspiele und kriegt aber unbewusst zum Beispiel das Symbol von einem Bankautomaten gezeigt. Und dann geht das Gehirn in einen bestimmten Kontext bewegt. Wenn ich danach anfange, wieder in der 23. Frame, die Zahlen von 1 bis 9 sehr schnell durchzugehen, dann gibt es diese eventkorrelierten Potenziale. Das Gehirn sagt dann quasi, bei der Zahl 3 zum Beispiel, erkennt immer, wenn man Informationen im Gehirn, das passiert ständig, auch wenn man in der Umgebung wahrnimmt, wenn irgendeine Information kommt, dann macht das Gehirn ständig so, ah ja, klar, das verstehe ich, das kenne ich, oder was ist denn das? Und das passiert sehr, sehr schnell andauernd. Das ist quasi so ein Ding, was man auslesen kann, so ein bestimmtes Wellenmuster. P300 zum Beispiel. Und so ist es zum Beispiel möglich, mit meiner Information, während jemand ein Computerspiel spielt oder auf einer Webseite rumsurft und halt dieses Headset aufhat, kannst du beliebige Informationen aus diesem Gehirn auslesen. Also ich zeige dem zum Beispiel an, ein Symbol für den Geldautomat oder so eine Bankkarte. Oder ich zeige ihm seinen Login-Bildschirm an, wenn er sich am Rechner einloggt, seinen E-Mail-Login-Bildschirm. Und dann fange ich an, die Buchstaben durchzugehen. Dann könnte man theoretisch das Passwort auslesen und der Mensch würde es nicht merken. Deshalb seit einiger Zeit überlege ich jetzt, wie können wir zum Beispiel eine Open Source Firewall für diese Brain Interfaces erzeugen. Das ist aber auch ein nicht triviales Problem. Man kann ja nicht, also wie könnten wir es möglich zum Beispiel für Musik- oder Spielanwendungen nur diese Signale meines Gehirns an die Maschine durchzulassen, die für die Steuerung nötig sind, aber jetzt nicht zum Beispiel das zu ermöglichen, dass man Daten aus meinem Gehirn ausliest. Und da muss man halt, also ich habe noch keine fertige Firewall, ich kann aber Intrusion Detection machen. Also meine Software quasi zeigt ein Alarmsignal an. Es ist ein vermuteter Mindhacking-Angriff im Gange, weil man quasi messen kann, wenn dieses P300-Signal unnatürlich oft triggert, dann ist scheinbar jemand dabei, unbewusst Data Mining im Bewusstsein zu betreiben. Und die Firewall wäre auch möglich, dann müsste man nochmal einen Packet Classifier für Gehirnwellen. Sind einige Leute auch dran, kommt dann auch bald. Und da halte ich für richtig, darüber nachzudenken. Also quasi
es wird ja heute auch schon die Mausbewegung bei Facebook ausgewertet oder diese Quantified Self-Leute, die messen dann Impuls und so weiter und laden das hoch in die Cloud. Und wenn halt Leute anfangen, weltweit gezielt die Gehirnwellen von großen Mengen von Menschen hochzuladen, dann geht es zu weit, da ist diese Sache mit den Gedanken sind frei, greift da und ist halt auch sehr kritisch für Neuromarketing. Es gibt ja heute schon Leute, die halt, also die Neuromarketing, die Leute vom Fernseher setzen und Werbespots zeigen oder von links unten oder von rechts oben irgendwelche Logos reinrasen zur NLP und damit dann geschaut auf die Augenbewegungen und damit wollen die jetzt auch schauen, also wie reagiert das Gehirn auf verschiedene Werbespots und da ist es schon möglich, das sehe ich in meiner Forschung auch. Es gibt natürlich schon Zustände, wo das Gehirn besonders offen ist für neue Informationen oder ein Zustand zum Beispiel, wo das Gehirn sehr offen ist, aber gleichzeitig auch sehr angeregt, also geflasht würde ich jetzt sagen oder sehr angeregt, irgendwie, interessant und aber auch gleichzeitig sehr offen ist. Wenn man diese Zustände erkennt bei den jeweiligen Leuten und genau dann eine Werbebotschaft macht, jetzt nennen jetzt so Facebook-Leute Targeted Advertising, das ist halt hocheffizient, das ist schon fast wirklich Gehirnwäsche auf Knopfdruck, was im Fernsehen auch abläuft, aber wenn natürlich möglich ist, genau aufzupassen, genau zu messen, okay, abends um 8 Uhr, wenn die Person sich an den PC setzt, immer dienstags, hat sie folgende Gehirnwellen und dann gezielt diese Werbebotschaft zu machen. Das ist dann wirklich fast schon die totale Manipulation. Und deshalb würde ich raten, wenn man solche Headsets benutzt, das habe ich hier in meinem, genau, Neuromarketing. Deshalb in dem Consumer PCI Freedom Manifesto, was ich da entwickle, da warte ich zum Beispiel auch, dass jedes dieser Geräte sollte auf jeden Fall quasi politisch oder gesellschaftlich durchsetzen, dass diese Brain Interfaces halt immer einen Hardware-Schalter haben, auch wenn die in Zukunft mal im Gehirn implantiert sind. Dass sie immer einen Hardware-Schalter irgendwo im Kopf haben, dass der Benutzer immer noch sagen kann, ich will jetzt aufschalten. Weil das ist ein kritischer Punkt. Also wenn es irgendwie verloren geht oder vergessen wird oder die Leute nicht mehr drauf achten, diese Dinger quasi always on. Viele haben ja schon das Smartphone in der S-Bahn oder in der Stadt in der U-Bahn immer vom Kopf. Das sind so junge Menschen, angeblich 5 bis 6 Stunden hängen die da an diesem Facebook. Das ist deren Betriebssystem, wie sie schon funktionieren. Totale Cyberspace-Zombies und wenn das dann irgendwann mit den Gehirnwellen passiert, bin ich sehr stark dafür, dass es diesen Ausschalter geben sollte, dass man irgendwie jeder Mensch sagen kann, ich will jetzt nicht meine Gehirnwellen senden. Ja, könnte ich jetzt noch mehr zu erzählen zu Technik auch, aber das wahrscheinlich dann lieber im Einzelgespräch oder im Rahmen von Workshops oder Demo-Sessions, die es später noch gibt. Das ist halt einfach, das sind Silber-Elektroden, dann mache ich zuerst als ersten Schritt das einfache analoge Elektronik eigentlich und mit digitaler Signalverarbeitung kommt halt sind Silber-Elektroden, dann kommt ein Frequenzfilter, dann wird das mit Operationsverstärkern verstärkt. Sollte man darauf achten, Operationsverstärker zu haben, die Common Mode Noise Rejection haben, weil die wirklich aus allen möglichen anderen Frequenzen, Netzteilen oder auch höheren Gigahertz-Frequenzen entstehen diese Noise Harmonics, also sozusagen Obertöne im elektromagnetischen Spektrum, die reinstrahlen in diese Verstärker unglaublich stark und deswegen nochmal ein Common Mode Noise Rejection Operationsverstärker da. Wenn man darauf achtet, geht das eigentlich ganz gut. Dann Analog-Digital-Konverter haben wir mittlerweile 24-Bit-Konverter. Da ist das auch schön, dass man einen sehr hohen Range hat, also dass man auch sehr schwache Muster noch lesen kann oder auch wenn es dann Signal normalerweise klippen würde. Also wenn das Signal, wenn man zum Beispiel blinzelt, ist ja das Signal fast 10-mal oder 100-fach stärker, das Muskelsignal von Gesichtszucken. Und normal ist es so, dass es dann klippt, also dass halt den maximalen Bereich berührt und dann Daten verloren gehen. Wenn man aber einen sehr hochwertigen Analog-Digital-Konverter hat, dann kann man das kleine Gehirnwellensignal jetzt immer noch draufnehmen gehen. Und dann kann man heutzutage, weil es über USB, heutzutage senden wir die Gehirnwellen auch über Bluetooth oder WLAN. Und letztendlich bekommt man dann ein Netzwerkstream. So ist zum Beispiel, wenn ich früher versuche, das visuell zu programmieren, sieht dann so aus, und quasi die einfache Methode, sowas darzustellen, dass man in linke und rechte Gehirnhälfte die gesamten Frequenzen, Fourier-Transformation und oben dann so Metriken, die ich entwickelt habe, die dafür stehen, gelbe Linie für logisches Zentrum, grüne Linie für kreative Inspiration und oft habe ich dann halt solche Muster beobachtet, dass ich zum Beispiel irgendeine Musik höre und sehe dann mal einen zweimal einen grünen Ausschlag und spüre, wie ich denke, so, wow, diese Musik, aber die ist ja toll. Dann merkst du, wie ich inspiriert bin und sehe diese grünen Ausschläge, sehr mächtige grüne Ausschläge und dann ein paar Sekunden später gibt es auf einmal zwei gelbe und dann hatte ich eine Idee. Dann habe ich Beethoven gehört und hat mir in den Zustand der Inspiration versetzt
Und dann begann es, Ideen zu generieren. Und das war eine der spannendsten Sachen, sich mir selber dabei zuzuschauen, wie mein Gehirn in den Ideenmodus wechselt, wie es dann anfängt, Ideen im Abwechslung zu Musik hören, immer wieder Ideen zu generieren und dann darauf zu trainieren, diese Zustände bewusst herbeizuführen. Das sind dann Sachen, diese Flow-States auch, oder? Was ich anfangs trainiert habe auch, dann ist die Gehirnwelt eben sehr auszumachen, also ein klassischer meditativer Zustand, die Aktivität zu verringern, und dann die linke und rechte Gehirnhälfte, die grüne und gelbe Linie quasi sehr synchron zu machen. Und dann, in dem Moment, wenn sie synchron sind, ich das Gefühl habe, das ist jetzt auch relativ stabil, dann aber wieder das Gehirn voll hochzufahren. Und dann habe ich was, das eigentlich sehr unnatürlich ist, synchronized high. Also das Gehirn ist synchronisiert, wie eigentlich in einem meditativen Zustand, was eigentlich für sehr, sehr ruhige Aktivität steht bei der klassischen Meditation. Wenn du dann aber versuchst, diese Synchronizität zu halten mit deiner Feueranimation, die schwächer und stärker wird, versuchst das Feuer am Brennen zu halten und aber gleichzeitig dich auf einen Text zu konzentrieren, dann kann man zum Beispiel diese eigentlich völlig unnatürlichen paradoxen Zustände haben, wie das Gehirn ist entspannt, synchronisiert, aber trotzdem hochaktiv. Und das habe ich früher in meiner Studienzeit sehr geflasht, das sind dann diese Flow-States, also ist man extrem konzentriert, extrem aufnahmefähig, das kann ich dann aber auch meistens nur eine Stunde halten. Dann habe ich mit den Mind Machines, mit der Theta-Wellen-Stimulation gemacht, für 5 bis 10 Minuten diese Lichter und die binaural Beats. Das hat sehr gut funktioniert, da kann man dann schon quasi zum Arbeitstier werden. Vorher gewarnt wurde, da bin ich halt auch der Meinung, lasst uns nicht alle zu hocheffizienten Cyberspace-Zombies werden, sondern eher das mit der Kreativität fördern und eher vielleicht künstlerische Anwendungen den Menschen ermöglichen, dass jeder zum Beispiel musizieren kann. Das finde ich so großartig. Normalerweise muss man ja jahrelang das Klavier oder die Sita erstmal technisch meistern, bis man in der Lage ist, dann wirklich frei zu fließen. Muss ja erstmal die Fingerfertigkeit da sein. Und das ist bei dieser Technologie möglich, dass nach 5 bis 10 Minuten einfach jeder durch seinen geistigen Stream halt, wenn er einfach ein bisschen wegdriftet und sich vorstellt, wie war sein letzter Urlaub oder wie ist das, wenn er mit seiner Partnerin zusammen ist, dann entsteht ein Muster im Gehirn. Weil, ja, wenn man da zum Beispiel sich auf Liebe konzentriert und das dann vertont, entsteht die Melodie des Bewusstseins sofort, also nach weniger Minuten bei jedem Menschen, auch bei Tieren theoretisch. Und das ermöglicht dann jedem Menschen zu komponieren, ohne jetzt jahrelang sich vorzubereiten. Das finde ich total die neue Ebene, die damit möglich ist. Wenn man das noch alles, ich mache jetzt erste einfache Versuche mit naiven Methoden, sowas zum Beispiel zu übersetzen. Die einfachste Methode, die ich mir überlegt habe, ist zum Beispiel die linke Gehirnhälfte. Wenn die aktiv ist, die steuert, wann ist ein Ton zu hören. Also MIDI Note, also quasi durch Konzentration auf eine Kerzenflamme oder durch einen Fallen lassen, gebe ich den Rhythmus vor. Also zum Beispiel so tak, 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 tak. Oder also gebe ich den Rhythmus vor. Und die Tonhöhe, die entsteht aus der rechten Gehirnhälfte. Und wenn man so anfängt, quasi so halbbewusst mal den Rhythmus so ein bisschen vorzugeben und die Melodie aus der rechten Gehirnhälfte einfach wahllos auszuwählen, dann hat man das Phänomen, dass man so halb den Rhythmus vorgibt, das Gefühl hat, die Musik irgendwie zu kontrollieren, aber die Melodien kommen dann mit der Zeit aus der rechten Gehirnhälfte. Und das sind ja sehr einfache, naive Methoden. Wenn man da sich überlegt, das ist das, was ich meine mit dieser völlig neuen Richtung der elektronischen Kunst, Brainwave Mapping. Also wie übersetzt man Gehirnwellen, die verschiedenen Frequenzen, die verschiedenen Muster, die da entstehen, wie übersetzt man die auf Steuersignale für Synthesizer oder Laser zum Beispiel auch. Da gibt es tausende verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Und da sehe ich, da wird noch viel passieren in Zukunft in der elektronischen Kunst. Da sind jetzt noch ein paar Verfahren, die man so anwenden kann, wenn man da so auf künstliche Intelligenz steht, über Data Mining, Wavelet-Transformationen. Das Clustering finde ich halt auch super spannend. Also man nimmt die Gehirnwellen einfach quasi wie und steckt das in Algorithmen, die eigentlich dafür da sind, dunkle Materie im Universum zu simulieren oder Ameisenschwärme quasi oder genetische Daten auch zu analysieren. Da gibt es zum Beispiel diese emergenten, selbstorganisierenden Karten, Koronenkarten oder generell Verfahren, die halt hochdimensionale Daten ins Dreidimensionale produzieren, die auch oft aus der Bioinformatik kommen und die kann man da halt auch anwenden und das ist recht spannend. Also ich sage die Regel erstmal, ja, so könnte dann ein Framework aussehen, wie man, also welche Schritte man da machen könnte, um solche Daten zu analysieren. Dann gibt es auch noch Muskelsignale. In letzter Zeit hatte immer so den Flash eben die Gehirnwellen, weil das war für mich der heilige Gral des Quantified selbst. Wenn du die Gehirnwellen, erkennst du dich am ehesten selbst und deine Gehirnmuster verstehst, mentalen Muster.
Jetzt nach 10 Jahren komme ich immer mehr auf wieder zum Biofeedback. Also jetzt bin ich der Meinung, es macht Sinn, auch wirklich das ganze Biofeld des Menschen, ist mal konventionell gesagt, einfach Herzschlag, Atemfrequenz, Hauptwiderstand, diese Sachen, die eigentlich schon am Anfang da waren, die, denke ich, jetzt ist auch entscheidend, die auch zu integrieren. Also möglichst alle Signale, die man vom Körper kriegen kann, einzubeziehen. Medizinische Sachen, Gehirnwellen. Seit letzter Zeit kommen auch immer mehr Leute zu mir, irgendwelche Biophysiker, die sagen, sie könnten halt irgendwelche Biophotonen messen, die Zellen untereinander kommunizieren. Da werden wohl ganz kleine Lichtblitze und so. Das finde ich auch noch sehr neu, aber finde ich auch spannend. Aber klassischerweise erstmal gibt es Muskelsignale, Herzsignale und EEG-Signale. Und das mit den Binaural Beats, ist halt auch spannend. Auch aus den Mind Machines verschiedene Töne links und rechts ins Ohr zu senden, die aber fast gleich sind. Und dann nimmt das Gehirn wohl die Differenz eher wahr. Und so kann man dann die Stimulation machen über die Binaural Beats, über die blinkenden Lichter, das mit den Leitenspielern, genau. Oder ich mache das gerne heutzutage halt wieder mit einer Technologie, Plug Laser und sowas, die irgendwelche Muster in irgendwelche Wassersachen malen, diese. Das funktioniert eben auch schon, diese Technologie bei ADHS zum Beispiel. Da zeigt man Kindern so ein Flugzeug, was dann in der Mitte, was immer nach rechts und links ausbricht. Und da ist dann das Ziel für die Kinder, versucht das Flugzeug auf stabilem Kurs zu halten. Wenn die das einfach mal in Tübingen haben oder irgendwo, haben die das untersucht, mit chronischen Schmerzpatienten auch, wenn man das 4x15 Minuten macht, einfach das Flugzeug in der Mitte halten, dann ist es halt möglich, entweder seine Aufmerksamkeit zu steuern bei den ADHS-Kindern oder bei chronischen Schmerzpatienten, ihr Schmerzzentrum bewusst runter zu reduzieren. Es gibt verschiedene Hardware, eben mittlerweile jetzt auch den Brainduino. Und man kann halt auch solche Headsets recht einfach selber bauen. Das ist zum Beispiel mein absoluter Low-Cost-Prototyp. Das ist ungefähr, kostet 3 Euro, diese Hardware. Also das ist einfach ein Haarreif, ein günstiger Kopfhörer und dann einfach ein paar M3-Schrauben und ein bisschen Silber von eBay, was man mit dem Hammer so glatt schlägt und ausschneidet. Und dann kann man sich zumindest das Headset selber bauen. Und die Verstärkerelektronik, die ist momentan, wenn man das wirklich Rauschen haben will, noch ein bisschen teurer. Aber da ist meine Vision, dass es in den Hackerspaces, daran arbeite ich zum Beispiel auch, in jedem Hackerspace weltweit einen Gehirnwellenverstärker zu verschenken. Und dass dann die Leute sich selber diese Headsets bauen können. Und ich zu denen sagen kann, geh in deinen lokalen Hackerspace, da haben sie einen Verstärker, schließ dein Headset da an und kannst da experimentieren. Ja, was will ich vielleicht abschließend noch ein Video zeigen und mal Fragen beantworten. Zum Beispiel mein erstes Experiment auch, da hatte ich das erste Mal habe ich die Elektroden dann einfach mit Audiokabel direkt an den Kopf gehalten und zum ersten Mal diese Wellen, wir sehen die Alpha-Wellen, dann die Augen geschlossen. Das ist für mich der Turing-Test für Brain Interfaces, man schließt die Augen, atmet tief und wenn dann die Alpha-Wellen ansteigen, dann ist es sehr wahrscheinlich, funktioniert das Grundlegend, das Brain Interface. Bei diesem zweiten Versuch dann habe ich gedacht, so jetzt gehe ich in Harmonie und war davon überzeugt, jetzt trainiere ich Harmonie und hatte aber genau den linken und rechten Kanal vertauscht. Und sozusagen habe ich eigentlich inverse Harmonie trainiert. Und so war mir aber nicht bewusst, das kann man schon sagen, ist ein bisschen Doppel-Windstudie. Ich habe mich halt hingesetzt und so in Meditation und dachte, jetzt machst du Harmonie, Om und so, auf den Bildschirm geschaut und nach 20 Minuten bekam ich heftige Kopfschmerzen. Und in dem Moment habe ich dann nochmal geprüft, ja, die Kabelverbindung und habe ich gesehen, okay, das ist genau invers angeschlossen. Und da habe ich gesehen, diese Sachen, die sind auch gefährlich. Also wenn du dann falsch das anschließt und quasi meinst auch immer wieder, ist halt einfach ist auch so eine mächtige Technologie halt. Du kannst damit Kranke heilen, du kannst aber auch jemanden, der gesund ist, krank machen. Ne? Wie bei Clockwork Orange, wenn du so die Augen so aufmachst und die dann so zwingst, sowas zu machen, das würde ich nicht empfehlen. Ich bin aber der Meinung, wenn man darauf achtet, sobald irgendeine Kopfschmerzen auftreten, irgendein Gefühl von Unwohlsein, einfach sofort aufhören
und möglichst nicht jetzt irgendwelche harten Drogen damit konsumieren. Oder wenn halt jetzt jemand irgendwie schwer depressiv ist, total krass Alkohol trinkt oder sonstige Substanzen nimmt, und da würde ich ihm abraten. Da ist vielleicht eine Gefahr, aber ich habe wie gesagt schon um die 1000 Leute, auch Leute auf Goa-Festivals oder eher so Leute, die auf total heftigen Trips sind, die das stundenlang ausprobiert haben, und von denen die meisten, also bei einem war mal so, der eine ganz heftige Sache gemacht hat, der hatte dann tatsächlich nach 2 Stunden Neurofeedback Meditation, hatte der danach, hatte der halt Halluzinationen. Also der hatte irgendwie eine ganz heftige Meditation gemacht und dabei seine Augen geschlossen für 2 Stunden. Und meine Theorie ist, er hat dann halt irgendwie geschafft, sein visuelles Zentrum anders zu benutzen, durch das Neurofeedback, also einfach durch die Visuals, durch die Grafik, war es immer möglich, sein visuelles Zentrum in seltsame Schwingungen zu versetzen und das für 2 Stunden zu halten. Und als er dann das wieder abgenommen hat, die Augen geöffnet hat, hat er halt dann noch eine Zeit lang völlig veränderte Farben und so gesehen. Hat aber auch wieder nachgelassen. Und also ich sehe da schon eine Gefahr, aber es ist halt entscheidend, wann die Software einen belohnt und das halt auch nicht zu übertreiben. Und ich sehe besonders auch eine Gefahr jetzt bei den Steuerungssachen. Viele Leute gehen ja jetzt gar nicht so drauf ab, wie kann ich damit meditieren. Die meisten Anfragen, die ich kriege, auch gerade von so Businessleuten, sind eher, kann ich damit mein Smartphone steuern? Kann ich damit zum Beispiel abbrechen, runterfahren? Die wollen in Zukunft, dass die Sekretärin am Rechner sitzen und mit ihrem Headset tippen. Und mit dem Headset meinen wir irgendwelche, du kannst halt auch die Fähigkeit des Gehirns nutzen, Muster zu erkennen. Zum Beispiel gibt es ja jetzt zum Beispiel auch diese Hausfrauen, die dann immer gucken, ist das ein echter Facebook-Account oder ist das ein Fake-Facebook-Account? Und da wird ihnen ganz viele Gesichter angezeigt oder. Und dann macht das Gehirn ja sehr schnell, hier stimmt was nicht. Und, also genau, wenn man Dinge steuert, da habe ich gesehen, gibt es Nebenwirkungen. Wenn du jetzt anfängst, stundenlang mit deinen Gehirnwellen irgendwelche Steuerungen zu machen, zum Beispiel linker Knopf oder roter oder grüner Knopf zu drücken, stundenlang, dafür ist das Gehirn ja eigentlich gar nicht vorgesehen, damit Dinge zu steuern. Und das wird aber, glaube ich, viele Menschen haben Interesse daran. Auch irgendwie NASA will damit irgendwelche Docking-Manöver machen, aber halt schlimmer noch diese Marketing-Leute, die wollen halt, dass die Büroleute, die Sekretärinnen, solche Technologien benutzen, dann ja jeden Tag stundenlang irgendwelche Dinge steuern mit ihren Gehirnwellen, und da bin ich der Meinung, da könnten psychische Nebenwirkungen auftreten, weil eigentlich sind die Gehirnwellen ja erstmal gar nicht dafür da, Dinge zu steuern an einem Computer. Und ich mache halt einfach nur schöne Visuals und sage den Menschen, schau dir das an, solange es für dich angenehm ist, das könnte dir gut tun, aber Dinge zu steuern, da muss man sehr darauf achten, dass da nicht solche Nebenwirkungen auftreten. Und natürlich könnte man, so wie man Psychosen heilen kann, könnte man sie auch auslösen. Aber da ich zum Beispiel nur mit positiver Belohnung arbeite, mit weicher Belohnung, das sind immer nur Visuals, ich mache keine Elektroschocks oder TDCS, was viele ja jetzt machen, dass sie Elektroschocks, ganz schwache Stimmen hier machen, oder transkraniale Magnetstimulation. Ich empfehle nur weiche Stimulation, nur durch Visuals und Töne. Wenn das Gehirn will, kann es sich darauf einlassen, aber niemand wird gezwungen. Noch weitere Fragen? Meine Bedenken sind eigentlich im menschlichen Bereich. Es eröffnet eine neue Form von Kriminalität. Denn gerade das Beispiel mit den Sekretärinnen, wenn ich die benutze, wenn ich das ins Gehirn eindringen kann, damit es am Arbeitsplatz besser funktionalisiert. Ja, absolut, das ist vollkommen berechtigte Kritik, diese. Wenn man Menschen eben dazu zwingt oder eben ködert, das zu benutzen, das verletzt eben diese Grundrechte, also irgendwie auch. Und das ist ja jetzt noch harmlos. Das amerikanische Militär setzt ja schon Chips im Kopf ein, solche Neurochips, die verwachsen dann mit den Neuronen auch. Und damit kann man wohl auch schon Full-HD-Videos einfach im Kopf direkt reinschicken, über Funkwellen quasi einfach. Ich drücke jetzt den Knopf und Sie sehen eigentlich einen Film und also das ist jetzt noch so, dass sich das entzündet. Das machen die nur mit den Soldaten, weil es ist egal, wenn die nach 5 Jahren dann halt einen Tumor haben. Aber das wird ja irgendwann auch dann normal. Also es gibt wohl schon diese pistolenartigen Dinger, die schicken Carbon Nanotube Silk Electrodes. Also es sind ganz kleine, feine Metallspäne, Carbon Nanotubes, diese Kohlenstoffringe, ganz klein. Die sind versilbert und die können sie wohl mit dem CRT genau die Pistole ausrichten, dann also reinschießen und verwachsen die. Und senden an den Chip, der auf dem Kopf sitzt, senden Wellen an den Chip auf dem Kopf und der hat eine Batterie und sendet die weiter über den. Und dann, sowas kann man halt auch, wenn jemand mal, kann man halt einfach jemanden mit jemandem machen, der vielleicht gar nicht weiß.
Und das ist natürlich auch gefahren. Und dann wäre es aber möglich, zum Beispiel eins meiner Headsets aufzusetzen und sich zu prüfen, habe ich einen solchen Chip drin und wird da mein Gehirn ausgewertet. Und dann Verteidigungstechniken. Man kann natürlich schon, das ist auch so ein Ding, wenn jetzt einer diese Zahlen anzeigt und versucht, irgendwelche Sachen auszulesen, kann man natürlich schon kontern mit solchen Dingen, dass ich zum Beispiel mir jetzt vorstelle, ich bin in einer alten Kirche und da gibt es verschiedene Schubladen und ich lege in diese Schubladen meine Passwörter mit Zettel und Passwörter rein. Und dann hat mein Gehirn gar nicht die Informationen über das Passwort, dann muss ich erst in diese Kirche gehen und da ist die Schublade aufziehen und sehe dann visuell, was da steht. Und das wäre so noch eine Methode, um sowas zu schützen, aber am ehesten glaube ich halt, dass Leute dann halt auch Gehirn, also die Fähigkeit zum Hören und Denken hemmen könnten auch. Ich kenne das auch mit dem transkranialen Magnetstimulation. Man kann eine Spule am Hinterkopf halten und dann ein bestimmtes elektronisches Feld schicken, was bestimmte Areale hemmt, andere anregt. Und damit ist es wohl möglich, auf Knopfdruck eine mystische Erfahrung auszulösen. Also bei 90% aller Menschen. Man drückt den Knopf und auf einmal fallen um und haben eine tiefe Trance. Und wenn man den Knopf wieder ausschaltet, kommt sie zurück und meint, sie hätten Gott gesehen. Und das ist auch ganz schön oder unterhaltsam, sag ich mal. Aber man kann da natürlich auch andere Sachen machen, zum Beispiel höhere Denkfunktionen hemmen. Und in Stanford zum Beispiel machen die das auch schon über Antennen. Also da können die Bilder, die man innerlich sieht, schemenhaft, schwarz-weiß und verrauscht. Das ist eine Frage, dass die Technologie präziser wird. Da kann einfach jemand aus 10 Meter Entfernung eine Antenne das auf den Kopf richten und dann sehen, was innerlich für Bilder vorgestellt werden. Im Wachzustand oder im Traumzustand. Und gut, da würde dann auch wieder helfen, eine Immunfolie im Kopf. Oder halt, was ich halt auch gerne mag, ist das Gehirn lernen vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Also lernen, das Gehirn rhythmisch pulsieren zu lassen, als Ganzes und dann auch gerichtet. Und dann könnte man ja auch sowas wie ein Verteidigungsfeld aufbauen. Das ist auch schön, hier kann man die Gehirnwellen dann auf so eine Kartoffelstärke machen. Und dann gibt es diese nicht-mutonischen Fluide. Das ist auch eine Art Gehirnwellen zu visualisieren, die ich spannend finde. Man macht einfach Kartoffelstärke auf einen Lautsprecher und legt die Gehirnwellen, wie sie sind, sind Basswellen, legt die auf so einen Lautsprecher und dann entsteht dann diese Struktur. Da lade ich ein, noch weitere Ideen zu haben, was man machen könnte. Manche Leute machen das, wenn sie Tai Chi machen dann, oder dann entstehen halt diese verschiedenen Muster. Cinematics oder so auch schön, die Hirnwellen ins Wasser zu leiten. Hier ist auch was Paradoxes, hier hat jemand einen Zitterroboter gebaut, das ist auch das Epoch, da hat jemand einen Roboter gebaut, der einen Zitter spielt und hier wird die Hirnwellen gesteuert. Das ist eigentlich auch irgendwie paradox, aber es spiegelt halt irgendwelche Sachen mit den Menschen und Maschinen. Ja, weitere Fragen? Also ich empfehle diese Technologien für Meditation und für Kreativität, Steigerung zu verwenden im künstlerischen Bereich und nicht jetzt auch für Optimierung von Cyberspace-Zombies, die meinen, sie wären Genies, aber eigentlich den Werbebotschaften von großen Firmen dann vertrauen. Ich sehe das Potenzial für den Einzelnen, sein Bewusstsein so zu gestalten, wie er es möchte, was auch schon möglich ist durch Meditation oder autogenes Training, schon lange möglich ist, nur das beschleunigt das halt. Wenn ich normale Meditation betreibe, braucht man in der Regel 5 bis 10 Jahre, bis man dann wirklich sagen kann, okay, jetzt gehe ich in die Meditation und ich noch messen kann, dass die Person vollkommen drin. Im Alpha State zum Beispiel. Und dadurch, dass man in Echtzeit ja das sieht, beschleunigt das einfach sowas unglaublich. Und einfach jetzt auch darum, Bewusstsein darüber zu haben, was ist da möglich, und dann ein bisschen kritisch zu sein. Weil bald kommen die von Facebook und von Google und von Apple und iPhone 8 ist das dann schon eingebaut und dann sagen wir, oh, ja, steigern sie ihre Leistungsfähigkeit. Dann vielleicht ein bisschen kritisch zu sein oder halt zu verlangen, ja, okay, aber wir wollen einen Source-Zugang, wir wollen eine Kopie der Daten und ich will einen kleinen Knopf, der das hochlädt oder nicht. Das wäre schön. Ja. Vielen Dank, Michael. Stärker, Rauschkammer als alles andere.
kann man nachweisen, ungefähr 50 Mal so große Barschaften. Nur noch vom Militär kann man besser sagen, aber wir haben momentan die Luxus, die Welt ist nicht stärker als Open Source, braucht das nicht verschenkt quasi, zum Selbstkostenpreis. Ja. Also wir haben jetzt aber natürlich auch schon was über Gefahren und Bedenken gehört und deswegen freuen wir uns besonders, dass wir als nächsten Vortrag Dara Hallinan hier haben, der am Fraunhofer-Institut in Karlsruhe arbeitet und auch beratend für die EU tätig ist. Wir sind auf ihn aufmerksam geworden durch einen sehr guten Artikel zu Neurodaten in der Süddeutschen Zeitung, an dem er mitgeschrieben hat. Bis jetzt gibt es für Neurodaten, was da überhaupt für Regeln oder Gesetze gelten sollen, extrem wenig. Ja, ist gar nichts. Und wie wir gerade gehört haben, sind die Möglichkeiten, was man mit Neurodaten alles anfangen kann, im Positiven wie im Negativen fast uneingeschränkt. Deswegen vielen Dank, Dara, dass du gekommen bist. Und brauchst du noch ein Momentchen zum Aufbauen? Ja.